So, hallo Freunde und Modellbahnkumpels und Abonnenten meines Hauptkanals. Hier ist nochmal Jensis Welt. Und ich wollte euch mal jetzt kurz zeigen, was ich gestern noch gemacht habe. Also, der Stefan war ja da. Das werdet ihr dann im Anschluss an dieses Video sehen, wie ich das Viadukt abgerissen habe, wie ich die Gleise abgerissen habe und wie alles andere dann verschwunden ist. Ja, ich habe natürlich dann auch wieder neue Gleise hingelegt, weil ich ja, wie gesagt, die Bahnhofseinfahrt neu gestalte. Das wird das Erste sein, was passiert, bevor der Anbau drankommt. Ja, und das werde ich euch jetzt mal schnell zeigen. Und ich finde, es ist ganz gut geworden. Wundert euch bitte nicht über dieses Stellwerk. Das ist bloß ein Lückenfüller. Da kommt ein richtiges Stellwerk hin. Das ist schon auf dem Weg. So schaut das Ganze jetzt aus. Ihr seht, die Gleise sind abgetrennt. Das kommt ja alles noch weg hier. Auch dieses Teil da kommt weg. Ja, wir haben schon mal ein paar Gleise verbunden. Aber wie gesagt, das wird noch ordentlich gemacht, um zu gucken, wie es ausschaut, wenn es alles wieder verlegt ist. Das sind, wie gesagt, nur provisorische Gleisstücke. Da kommen noch ordentliche Gleisstücke rein. Einige haben ja schon gemeint bei WhatsApp, die Gleise sind zu weit auseinander. Ihr seht, der Berg ist auch weg. Ging nicht anders, weil ich sonst zu weit rüber komme und ich wollte halt eine perfekte Einfahrt haben. Ja. Und das ging leider nur zu bewerkstelligen, indem ich den Berg entferne. Da hinten die Gleise sind auch raus. Mitsamt der Weiche müssen also auch neu verlegt werden. Aber das ist auch kein Ding. Und hier haben wir den Grund, warum jetzt der Berg weg ist. Ihr seht es schon, hier sind 30 Grad Weichen drin. Auch hier meinen wieder einige, da wirst du Probleme bekommen mit den Kurven. Das werden wir dann alles sehen. Dann werde ich eventuell die Kurve hier noch etwas entschärfen und dann weiter rüber gehen. Aber dann kriege ich dann diesen schönen Bogen, der hier so toll ausschaut. Wenn ihr drauf schaut, sieht man das ganz deutlich. Den bekomme ich dann vermutlich dann nicht mehr so schön hin. Ich habe eventuell noch vor, hier eine Weiche einzubauen. Und zwar aus folgendem Grund. Damit ich ein Rangiergleis habe, falls hier mal eine Lok umrangiert werden muss. Damit die Lok zurückfahren kann. Dann auf das Rangiergleis, da bleibt diese Lücke also nicht so leer, sondern da kommt ein Rangiergleis hin und eventuell dann hier noch eine Weiche, dass hier noch ein zweites Gleis hinkommt, aber das weiß ich alles noch nicht, soweit bin ich nicht. Und dann fährt sie dann halt wieder zurück und fährt dann an den anderen Zug ran oder an dem Güterzug vorbei oder je nachdem. Wie ich das jetzt genau gestalte wegen der großen Lücke, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das ist alles noch in der Schwebe. Fakt ist, dass dann später, wenn das Viadukt gebaut wird, ich erkläre das jetzt nochmal ganz kurz für die Leute, die meinten, dann hast du hier einen kompletten Zaun um deine Anlage. Das ist eben nicht der Fall, weil ihr müsst in der Sache dreidimensional denken. Also die Leute, die mir geschrieben haben per WhatsApp und per Messenger, das kann so nicht funktionieren, das wird so nicht gehen, das sieht einfach nur scheiße aus. Ich erkläre es jetzt nochmal. Hier kommt ein Anbau dran. Das ist sowieso alles Lavete hier, das kann ich euch mal zeigen kurz. Werdet ihr auch nachher dann noch einen Anschluss, wie gesagt, in das Video sehen. Wenn ich das alles abreiße, dass das hier alles, also das ist ja alles, ja, muss erstmal stabilisiert werden, bevor ich überhaupt neue Gleise verlege. Ja. So, jetzt erkläre ich das nochmal ganz kurz. Also geplant ist Folgendes. Hier hinten kommt ein Anbau dran. Ja, der wird dann genauso breit sein wie der andere Anbau auf der anderen Seite, der da dran gemacht wurde, ne, für das Zusatzgleis. Dieser Anbau stabilisiert gleichzeitig auch alles hier, was hier so rumlabbert. Ne, das muss ja alles festgemacht werden.
Das hier ist übrigens genauso locker. Das ist hier das Mastumfeld, aber es ist nicht so schlimm. Ja. Seht ihr das? Das ist alles nicht so schön. Dadurch heißt es, dass das Viadukt fehlt. Ist natürlich klar, dass die Stabilität jetzt fehlt. Außerdem habe ich festgestellt, wenn ihr jetzt mal hier drauf schaut, dann seht ihr jetzt die Steigung nämlich ganz, ganz deutlich. Das muss entschärft werden. Aber da habe ich mir noch keinen Gedanken gemacht, wie ich das bewerkstelligen soll, dass diese Steigung verschwindet und dass das dann eine gleichmäßige Einfahrt im Bahnhof wird, von der Höhe her. Ja, das ist halt so eine Sache. Wie gesagt, erstmal die Bahnhofseinfahrt und dann sehen wir weiter. So, aber jetzt nochmal zu dem geplanten Viadukt. Also, geplant ist hier eine große entweder Steinbrücke oder Metallbrücke, ich weiß es noch nicht genau, die hier quer rüber geht. Da müsste hier der Fuß dann erscheinen oder hier der Fuß, je nachdem, wie ich die Gleise dann letztendlich verlege. Und dann geht das Viadukt hier weiter, geht hier rum. So, und auf den Fotos habt ihr ja gesehen, dass das Viadukt dann hier so weitergeht. Aber ich sagte ja schon, dreidimensional denken dürft ihr nicht vergessen, dass ab dem Abschnitt hier geht es dann langsam nach unten. Immer weiter nach unten, bis er wieder auf dieser Höhe ankommt. Und dann fährt er dann, wie gesagt, hier raus. So. Und auf der anderen Seite hatte ich euch das ja schon gezeigt, wie ich mir das vorstelle. Aber ich erkläre das jetzt auch nochmal, wie das genau geplant ist. Zuvor zeige ich euch nochmal schnell was. Lasst es auf euch wirken. Vor allen Dingen achtet auf den Zielanzeiger. Und jetzt die andere Seite nochmal kurz erklärt. Ich hatte ja vor, hier oder da vorne noch eine Weiche einzubauen. Das wird nicht erfolgen. Sondern auch das könnt ihr auf euch wirken lassen. Und ich glaube mal, das sollte gut funktionieren. Eine Kreuzungsweiche. Dann kommt hier ein Anbau dran. Ein kleiner. Ja, genau wie hier, den ich ja schon gebaut habe, baue ich halt noch einen Anbau dran, dass es halt noch ein kleines Stückchen breiter wird. Und dann geht es hier rum und langsam nach oben. Bis es dann die Höhe erreicht von dem Viadukt, was ihr gesehen habt. Da werde ich mir 3D-Teile anfertigen lassen. Oder ich leih mir den Drucker aus von demjenigen, der es mir einfach, der es mir angeboten hat. Und mache die Teile dann einfach selbst. Und wenn es dann da hinten lang geht, geht es dann dort bis zu der Kante, dass dann dort der Anbau ist und dass dieser Anbau einen Berg simulieren soll. Das heißt also, da kommt kein Viadukt hin, sondern das geht dann nur bis zu dieser Kurve dort und ab dort fängt ein Berg an, wie eine Stützmauer sozusagen, und diese Stützmauer geht dann bis dahin. So, dann geht das Gleis weiter, da kommt ein kleiner Bahnhof hin mit Ausweicher und geht dann dort weiter und so fort. Ja, wie ich es schon mal erklärt hatte. Ja, ihr werdet aber dann auch noch im Video sehen, Indikationen gibt, was den Abstand angeht und die Stabilität von dem Anbau. Da seid ihr wieder gefragt. Ich habe immer noch vor, das durchzuziehen. Dieses Jahr wäre also schön, wenn sich irgendjemand melden würde, der mir dabei hilft, das so schnell wie möglich umzusetzen, dass ich zumindest einen Rohbau habe, dass ich dann anfangen kann zu gestalten. Ne? Also wäre schön, wenn sich da mal jemand melden würde. Ja, gut. Mehr gibt es ja jetzt erstmal nicht mehr zu erklären. Wie gesagt, Kreuzungsweiche kommt hier rein. Das Gleis geht ja leicht weg. Das soll also nicht direkt hier daneben laufen, sondern geht hier leicht weg und geht dann hier rum. Es sollte sozusagen eine Nebenbahnstrecke darstellen oder eben die Auffahrt aufs Viadukt. Mein Plan wäre zum Beispiel auch, einen Teil von dem mit zu nutzen, wenn ich das abreiße. Mal gucken, ob ich das mit einbauen kann, dass das nicht komplett zerstört wird, ab hier, dass das dann hier mit hier dran kommt. Ja, das sollte eigentlich vom Kurvenradius her
vorne und hier gerade so passen. Das muss ich aber alles genau ausmessen, wenn es dann abgerissen ist, das Teil, ob ich das hier mit verbauen kann. Wenn nicht, wird das auch komplett neu gebaut, die Auffahrt. Aber ich gehe mal davon aus, wenn ich hier ansetze, bis hoch zu der Ebene, sollte das vom Steigungswinkel völlig ausreichen, um auch große Güterzüge oder lange Güterzüge da hochfahren zu lassen. Denn das ist ja letztendlich auch das Hauptziel, schöne lange Züge da oben lang fahren zu lassen. Und das ist ja gerade das Geniale an der Sache. Ne? Und noch einmal dazu, zu denjenigen, der gesagt hat, das sieht dann aus wie ein Zaun, lass es auf dich wirken, wenn ein Viadukt dort ein Stückchen ist und da hinten ein Stückchen ist, dann ist das noch lange kein Zaun. Ein Zaun wäre das, wenn das Viadukt hier weitergehen würde und dann hier rum. Das wäre ein Zaun. Aber so, denke ich mal, könnte man dann sagen, da hinten ist eine Bergstadt, da kommt ja wie gesagt die Stützmauer hin. Dort kommt die Stützmauer hin, mit diesen komischen Teilen, die ich da mal bekommen habe. Na, die aussehen wie Viaduktsteine, aus Gips die. Und dann geht das Viadukt dann einfach da rum und da hinten lang. Und ich denke, das ist auch realistisch so. Und das ist halt ein Talbahnhof. Ne? Das darf man dann halt nicht vergessen. So ist es geplant. Ob man es so umsetzen kann, das weiß ich noch nicht. Muss man sehen. Und ich sage es nochmal, wer mir dabei helfen möchte, meldet euch einfach. Würde ich mich freuen. So, umso schneller kann ich die Anlage wieder betriebsbereit machen oder so schneller kann ich wieder Züge fahren lassen. Ihr wisst ja, dass ich auch immer jetzt schöne Fahrvideos mache. Aber so wie jetzt hier die Gleise da liegen und so nackt und alles, da mache ich auf jeden Fall kein Fahrvideo, das bringt nichts. Ich könnte natürlich dann da immer da hinten filmen, wenn dann der Abschnitt schon fertig ist. Ich fange auch da hinten an mit dem Abschnitt und werde das hier vorne erst mit dem Viadukt machen, wenn das da hinten einwandfrei funktioniert. Also wenn die Auffahrt einwandfrei funktioniert, bis dort zu diesem, bis zur Stadt, also wenn der Anbau dran ist, erst dann fange ich hier vorne mit dem Viadukt an. Wie gesagt, ich muss nochmal denjenigen im Haus fragen, wegen dem 3D-Drucker. Und dann hat man ja noch das PC-Problem. Das muss ja auch noch beseitigt werden, damit ich den 3D-Drucker dann auch einrichten kann. So, ich denke, jetzt habe ich genug erklärt. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Abrissvideo. Anders kann man es nicht nennen. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu retten. Ist mir nicht ganz gelungen, aber schaut es euch einfach an und meldet euch, wer Lust hat, beim Umbau mitzuhelfen. So, Freunde, hier ist der Jens und wie versprochen, erstmal guten Morgen. Wir haben es nämlich jetzt um 10 Uhr. Na, mein Kumpel ist da und jetzt geht's gleich los. Und jetzt zeige ich euch nochmal ganz schnell, was ich heute vorhabe. Und das werde ich auch filmen. Godzilla? Nee, Quatsch. Was gab's noch? T-Rex? Naja, irgend sowas. Nee, Quatsch. Wir machen das ordentlich, wie sich das gehört. So, also. Abtrennung des Viadukts. Viadukts. Das raus, das raus, das raus, das raus, das raus, das raus, das raus. Alles raus. Winke, winke. Ne? Züge kommen erstmal weg. Aber jetzt kommt's, Leute. Ich hatte mich gestern noch mitten in der Nacht einen Blitzeinfall. Die hier kommt da rüber. Passt auf. Hier kommt die rein. Natürlich wird heute auch der hier geopfert. Der wird heute nachher auch abgerissen. Dann werden die Weichen rausgerissen. Das Tanklager wird abgerissen. Und das hier kommt auch alles weg. Ja? Da kommt ein Steinbruch hin. Habe ich mir genau überlegt. Also das kommt auch alles weg. Das da hinten bleibt. Also die Feldbahn wird weiterhin ihren Dienst verrichten. Aber das hier vorne kommt alles weg. So, jetzt räumen wir erstmal die Züge runter, damit hier alles nackt wird und wir in Ruhe arbeiten können. Auch die Masten werden entfernt. Im Hintergrund seht ihr da einen Steffen. Da ist er. Der Steffen. Nein, nicht der Stefan, sondern der Steffen. Da habe ich mit Absicht gesagt. Hahaha, jetzt hab ich dich. Nein, da ist der Stefan. Ne? Also, das war jetzt mit Absicht so gesagt. Ich wollte mal ein bisschen ärgern. Oder wie heißt das? Triggern. Triggern heißt das ja, ja. Also, bauen wir jetzt alles auf und dann seht ihr uns gleich wieder, wenn es losgeht mit der Abtrennung des Viadukts, natürlich, wenn die Anlage dann vorgerückt ist. Bis gleich, jetzt geht's los. Wie ihr seht, ich stehe hinter der Anlage. Zeige ich euch nochmal schnell, was der Stefan macht. Da ist er.
unter der Anlage und macht die ganze Elektronik neu. Ja, das Gebimsel wird weggemacht. Und ich kümmere mich jetzt hier drum. Zuerst mal Masten weg. Aber dann nehme ich mir jetzt die Schachtel hier mit den Masten. Und dann machen wir die erstmal wieder alle schön ab.
We'll be right back.
schon mal, das ist schon gut. Ich versuch's zu halten. Ja, sieht doch gut aus. Bis jetzt ist es nicht kaputt gegangen. Ja? Lebwohl, Viadukt. Mach einen Abflug. Hier brauchen wir es weiterleben, das ist es ja. Ich habe schon eine Feldbahn getroffen. Ja.
Cosmic So Leute, ich mache jetzt erstmal den Schluss. Staubsauge erstmal hier.
Und wenn ich dann ein paar provisorische Gleise verlegt habe, dann schalte ich nochmal ein. So, hier seht ihr dann, was der Stefan gemacht hat. Der hat jetzt die Lampen ersetzt, die probiert er dann nachher aus. Der muss jetzt noch das Netzteil umbauen. Und ich werde dann erstmal sauber machen hier. Und mit den Resten der Gleise, die ich noch habe, mal kurz etwas verlegen. Ja, ob das auch so klappt. Ja Leute, dann bin ich jetzt erstmal weg. Und jetzt habt ihr meine Abrissarbeiten hier gesehen. Die waren ja sehr umfangreich. Aber keine Sorge, das wird wieder alles schön gemacht, wie sich das gehört. Aber zuerst mal die Platte stabilisieren. Ihr habt ja gesehen, wie das wackelt wie Lämmerschwanz. Das kann man sich nicht lassen. Selbst wenn die Gleise dann liegen, das geht nicht. Also wisst ihr Bescheid. Melde ich mich dann wieder, wenn ich mal provisorisch ein paar Gleise verlegt habe. Also nur, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und dann, ja, bis dann. So Freunde, ich bin jetzt nochmal da. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen was ausgelegt, wie die Weichenstraße letztendlich aussehen wird. Leider kann ich es nicht fertigstellen oder schon anfangen zu bauen, weil erstens fehlt mir das Material, nämlich die Flexgleise. Und zweitens müssen wir ja erstmal schauen, wie das dann zum Schluss aussieht, wenn der Anbau dran ist. So wird es letztendlich mal aussehen. Aber wie gesagt, ich muss erst Flexgleis organisieren. Das Stellwerk kommt ja demnächst. Ich denke, das passt auch so mit dem Stellwerk. Ich weiß ja nicht, wie groß das ist. Das hieß Rotten oder so ähnlich. Nicht Verrotten, sondern Rotten. Das mit den Masten, da kann ich mir jemand mal Experte sagen, ob das so passt mit den Masten. Tormasten ist klar, aber die ganzen einzelnen Masten. Würdet ihr das mit Tormasten machen oder auch weiterhin mit Einzelmasten dann am Stellwerk vorbei? Ja, so. Mehr gibt es erstmal nicht. Dann, wenn ich genau schaut, hier steht es über. Da müsste ich also das kürzen oder den Anbau dann so bauen, dass es halt entweder unten drunter geht. Weil hier ist es nämlich auch drüber, seht ihr? Habe ich mal drüber gebaut. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen und jemanden fragen, wie ich es vorhabe zu bauen. Und ja, gut. Fahrvideo wird es erstmal nicht mehr geben, ne? Ist ja klar. Aber wenn es dann weitergeht mit dem Umbau, dann werde ich mich wieder melden. In dem Sinne, ach so, Moment, jetzt hätte ich mal etwas ganz Wichtiges vergessen. Könnt ihr das sehen? Ich denke, man sieht es auf der Kamera. Die Beleuchtung funktioniert wieder. Wurde ersetzt. Jetzt sind auch die anderen Sachen mit beleuchtet. Ja, und jetzt sind wir gerade dabei. Ach, guck mal, eines blinkt, das vierte auch wieder mit. Ja, hier haben wir ein neues Gebäude hier. Das setzen wir dann dahin. Das war Spaß, Leute. Also ja, das ist ja von der ersten Beleuchtung übrig geblieben. Naja, gut. Wisst das mal Bescheid. Ich bin wieder weg. Und wir sehen uns, wenn es dann richtig weitergeht mit Bauen.